Sie sind hier, 18. Dezember 2018, 16.49 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Kevin Campbell spielte früher für RB Salzburg, Urheberrecht Getty Images. Die Personallage bei RB Leipzig vor dem Topspiel der Bundesliga in München ist angespannt. Kevin Campbell könnte bei Bayern möglicherweise ausfallen. RB Leipzig muss im Auswärtsspiel bei Rekordmeister FC Bayern München, Bundesliga, FC Bayern, RB Leipzig am Mittwoch um 20.30 Uhr im Live-Ticker womöglich auf Kevin Campbell verzichten. Der Mittelfeldregisseur laboriert an einer Blessur am kleinen Zeh, wie Trainer Ralf Rangnick vor der Partie am Mittwoch 20.30 Uhr Sky mitteilte. Der Slowene habe am Dienstag nicht trainiert, fliege aber mit nach München. Die Entscheidung über einen möglichen Einsatz soll erst kurz vor der Partie fallen. Neben Campbell, dem langzeitverletzten Emil Forsberg und dem gelb gesperrten Marcel Sabitzer gibt es laut Rangnick noch einige andere Wackelkandidaten, die er jedoch nicht weiter benennen wollte. Mittelfeldspieler Diego Däme werde nach seinen Bauchmuskelproblemen wohl einsatzbereit sein, sagte der 60-Jährige. Gerüchte um Werner Wechsel zu Bayern vor dem Duell bei den Bayern, die Leipzig in 5 Spielen erst einmal besiegen konnte, weiß Rangnick um die Schwere der Aufgabe. Wenn wir da etwas holen wollen, brauchen wir einen sehr mutigen und selbstbewussten Auftritt, sagte Rangnick. Er gab zu bedenken, dass sich Bayern nach der kleinen Talsohle wieder stabilisiert habe, vor ein paar Wochen wäre es vielleicht leichter gewesen. Jetzt muss schon viel stimmen, um da etwas mitzunehmen. Gerüchten über einen möglichen Wechsel von Leipzigs Nationalstürmer Timo Werner zu den Münchnern wollte Rangnick keinen weiteren Nährboden bieten. Timo weiß gut einzuschätzen, was er an uns hat, sagte er. Aktuell laufen Verhandlungen über eine Verlängerung von Werners Vertrag über 2020 hinaus. Bayern wird unterdessen als Interessent gehandelt, was Rangnick nicht bestätigen wollte. Es würde mich sehr wundern, wenn der FC Bayern der einzige Verein ist, der weiß, wer Timo Werner ist, sagte er. Von Sportinformationsdienst.